Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Deine erhöhte Hellsichtigkeit. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 8. September 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben begonnen, die Fähigkeit zu erkennen, von der ihr alle von höheren dimensionalen Wesen hören müsst, wegen eurer hellsichtigen Sinne, und wir bemerken, dass immer mehr Individuen diese Fähigkeit in sich selbst erkennen, Blöcke von Energie zu empfangen und sie genau zu interpretieren. Was uns besonders beeindruckt, ist die Fähigkeit der Menschheit, verschiedene Energien aufzunehmen, Energien, die sie noch nie bewusst erlebt hat, und die Absichten der Wesen mit höherer Frequenz, die diese Energie liefern, zu verstehen. Nun, diese Fähigkeit spielt sich auf verschiedene Weise ab. Einige Individuen werden dann hingehen und ein Fiktionswerk verfassen, das viele Wahrheiten und viele Fakten über deine Geschichte dort auf der Erde enthalten wird. Einige werden einen Download erhalten, der sich mit den zukünftigen Möglichkeiten für die Menschheit beschäftigt. Und so wird es in ihrer fiktiven Geschichte um eine Science-Fiction gefüllte Zukunft gehen. In Wirklichkeit wird diese Zukunft eine bestimmte Zeitlinie sein, die der Autor der Geschichte auf diese Weise intuitiv erfasst hat. Was wir bemerken ist, dass es eine Zunahme der Zahl höherdimensionaler Wesen gibt, die diese Technik nutzen, um euch alle zu erreichen, und eine Offenheit und Empfänglichkeit seitens mehr Menschen, diese energetischen Blöcke aufzunehmen und zu interpretieren. Also, was ihr in den kommenden Monaten und Jahren erleben werdet, sind viele weitere dieser Geschichten, die sich in Filmen, Fernsehen, Comics, Grafikromanen und normalen Büchern abspielen. Und sie werden mit euch resonieren. Du wirst die Wahrheit von ihnen spüren. Ihr werdet wissen, dass dies eine Vergangenheit ist, die ihr bereits gelebt habt, oder eine Zukunft, die ihr bereits begonnen habt, um sie als eine Möglichkeit für dich selbst zu verstehen. Nun, diejenigen, die die Downloads nicht bekommen und interpretieren und sie dann dennoch verwenden, um Geschichten zu erstellen, bekommen die Downloads in ihren Träumen. Und diese Individuen bekommen das, was sie brauchen, aus dem Traumzustand. Manchmal musst du eine Geschichte im Traumzustand spielen lassen, damit du auf ein bestimmtes Trauma oder eine bestimmte festgefahrene Emotion in einem deiner Chakren zugreifen kannst. In jedem Fall wird die Aufmerksamkeit auf deine Träume zu richten und auf die Geschichten zu achten, die zu diesem Zeitpunkt erschaffen werden, von besonderem Wert für die ganze Menschheit sein. Denn du kannst unmöglich jemals ein Szenario ausleben, das vor dir liegt, und sehen, ob es der richtige Zeitplan für dich ist. Und du kannst unmöglich genug Szenarien in diesem Leben schaffen, um zu all dem Trauma zu gelangen, das du aus früheren Leben bekommen hast, um diese Traumata zu überwinden. Dies ist also eine sehr clevere Art und Weise, wie die Menschheit mit höherdimensionalen Wesen zusammenarbeitet, um diese dringend benötigten Energien aufzunehmen. Und wir genießen auch die Geschichten, die gerade erschaffen werden. Wir laden dich ein, nach den Geschichten zu suchen, von denen du denkst, dass sie bei dir ankommen könnten, und dann auf deine emotionale Reaktion auf sie zu achten. Denn diese Emotionen werden der Schlüssel sein, um wirklich von dem zu profitieren, was direkt vor dir liegt. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.